Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte dich jetzt einladen zu einer kurzen Meditation. Wir treten ein in den Marktplatz der Sinne, machen einen kurzen Ausflug. Und zwar, ich habe ein bisschen was vorbereitet, um unsere Sinne ein bisschen zu unterstützen. Das heißt, wir werden nicht alle Sinne jetzt durchmachen, aber ein Teil davon. Du kannst ja die anderen Übungen für dich selber machen. Und zwar, wir fangen zuerst mal an, den Sehsinn. Wir können auch unseren Blick durch unser inneres Auge nach innen richten, innere Bilder sehen oder auch äußere. Wie ich jetzt zum Beispiel hier im Hintergrund einen kleinen Hund, einen Charlie, liegen sie, der hier sehr noch ein bisschen schläft. Wir sehen im Hintergrund an der Wand die Bilder, die ich gemalt habe, mit großer Freude, Bücherregale und andere Bilder. Ich sehe mich durch diese Webcam, also noch am Bildschirm, weil das ist ja vor mir. Und nur kurz diesen Moment zu beschreiben, in diesem Raum, was ich sehe und hören, höre ich eigentlich momentan nicht viel, es ist nur meine Stimme, die ich wahrnehme. Und das Rauschen des Raumes, wenn ich still bin. Es ist warm, angenehm, nicht zu warm, nicht zu kalt. Heizung habe ich noch nicht eingeschaltet für die Jahreszeit, ab und zu mal, okay, brauche ich aber heute nicht. Jetzt geht es um den Geruchssinn. Ich habe hier so einen Tee vorbereitet. Ah, es ist so ein Kaminzauber. Gerade in dieser Jahreszeit liebe ich solchen Tee, so Kaminzauber, das hat einen eigenen Geruch. So die Vorweihnachtszeit, ne? Oder Gewürze wie Zimt. Wie ich es liebe, den Zimtgeruch. Wir haben auch noch andere. Oregano. Angenehmer Geruch. Und auch Kümmel. Ja, und jetzt zu guter Letzt, in den Gerüchen, habe ich so eine Mandarine. Und wenn wir die aufschälen, zu kurz, und riechen, ist ein guter Geruch, ne? Ich möchte das dich einladen, das öfter zu machen, zu zelebrieren, diese Gerüche, um diese Sinne, na, immer wieder wach zu rufen und auch dein Empfinden, was du damit verbindest, dich einzulassen darauf. Es ist ein sehr schönes Gefühl. Und jetzt zum Schluss vom Video noch der Geschmackssinn. Und für das habe ich mir was Leckeres vorbereitet. Und zwar so ein Honigbrot. Ich habe mir gestern, Entschuldigung, ich habe gestern so einen Imker-Honig geholt, ganz frisch, vom Honig, also vom Imker, denn ich liebe Honig. Und so ein Honigbrot hat einfach was für sich, für mich zumindest. Okay, also, das war so ein kleiner Ausflug
auf dem Marktplatz der Sinne. Ich möchte dir empfehlen, unterhalb dem Video reinzugehen in den Blog, habe ich ein bisschen was beschrieben. Ich wollte es nur einfach mal, damit das Video nicht so lange wird, nur die Sinne erklären. Wir hätten auch eine imaginäre Reise machen können in diese alte Stadt mit dem Gasthaus, der Stille. Und wenn wir uns das alles vorstellen, können wir es wirklich erleben in uns. Und ich möchte dich einladen, es auch zu tun. Und falls es dir nicht von Anfang an gelingt, es zu üben, immer wieder wie ein Training, und irgendwann wird es soweit sein, dass es dir wirklich gelingt. Denn es liegt nur an deiner Vorstellungskraft, wie du die trainierst. Ein Teil davon, ein wichtiger Punkt ist, Image Streaming, es immer wieder zu trainieren, bis es einsetzt, diese inneren Bilder, diese innere Vorstellungskraft. Weil wie heißt es so schön? Nach dem Analogiegesetz, wie innen so aus. Also alles, was du innerlich erleben kannst, voller Freude in deiner Vorstellungskraft, kannst du auch in deine Außenwelt, in deine Realität bringen. Wenn du Frieden und Harmonie liebst, brauchst du zuerst in dir diesen Frieden und diese Harmonie, um sie nach außen zu bringen. Und so gibt es vieles mehr. Also führt der Weg über uns, über unsere Innenwelt. Und ich wünsche dir an dieser Stelle jetzt eine wundervolle Reise. Bis zum nächsten Video. Und ich freue mich auf mein Unikbrot. Bis dann und tschüss.